Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, weiter geht's mit Phoenix Point. Und wenn meine Berechnungen stimmen, dann kommt diese Folge am 24.12. an Heiligabend raus. Das heißt dann, dass zum einen ich genug Folgen gemacht habe, wenn das stimmt und ihr diese Folge am 24. seht. Und falls bei euch wirklich auf eurer Datumsanzeige gerade der 24.12. steht, dann heißt das entweder, dass ihr noch keine Geschenke bekommen habt, weil die Folge schon um 16 Uhr rausgekommen ist, oder dass eure Geschenke so scheiße sind, dass ihr jetzt schon wieder Phoenix Point guckt. An der Stelle würde ich sagen, möchte ich mal ein ernsthaftes Wort mit euren Freunden und Verwandten sprechen. Aber vielleicht habt ihr ja auch ein schönes Fest und schaut diese Folge nicht am 24., sondern am 25. oder 26. oder wann auch immer. Ich hoffe, es ist so. Ich hoffe, ihr feiert schön. Das wollte ich eigentlich sagen. So, der Commander ist müde, er gibt es offen zu, denn er möchte euch weiter versorgen. Ob das die beste Variante ist für euch auf dem Feld hier, dass der Commander müde ist und schon angefangen hat, ein Bier zu trinken, das werden wir sehen. In dieser Runde haben wir nichts mehr zu tun, wir werden den Zug beenden, einen Zivilisten haben wir schon verloren. Ich befürchte, wir werden noch mehr verlieren. Das war, glaube ich, schon der erste, den wir jetzt verloren haben. Der Sturmsoldat hilft, der deaktiviert den Arm vom Triton. Hier ist der Brecher unterwegs von Neu Jericho, der aber nichts sieht hier. Der verblutet, wunderbar. Hier ist einiges los, da... Ja, das klingt nach dem nächsten. Der ist in Panik, das heißt... Ja, es kann auch ein Zivilist gewesen sein. Ich weiß nicht, ob da einer von Neu Jericho geschlachtet wurde. Aber mit den Zivilisten... Das müssen wir nochmal üben. Dann kriegt der Zivilist nochmal 50 Schaden. Auch nicht cool. Und nochmal 50, der ist schon fast hinüber. Das ist nicht gut. Oh, und das war's für ihn. Ach, verflixt. Jetzt haben wir nur noch einen. Es sind alle schon gestorben. Alle Zivilisten gestorben, außer den, den wir schon in Sicherheit gebracht haben. Uiuiuiui. Das ist keine erfolgreiche Mission, würde ich mal sagen. Nicht so cool. So. Na gut, die beiden Neu Jericho-Leute hier sind in Panik. Wir sehen momentan nur den da hinten. Wir wissen, hier sind drei drin. Wenn keine Zivilisten mehr leben, dann müssten das ja eigentlich auch alles Viecher sein. Hier ist einer im Nebel, das nervt. So, Zengir. Zeig mal ganz kurz, wie weit du kannst nur noch mit Granaten arbeiten, alles andere kannst du vergessen. Wir können hier das reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob das zerstörbar ist. Es sieht nicht so aus, als ob es zerstört werden würde. Aber wir könnten ein bisschen ums Eck gehen. Oder wir werfen es eben hier rein. In der Hoffnung, dass das kein neuer Jericho-Soldat ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es keiner ist. Die Frage ist nur, wie hoch die Decke ist. Denn wir haben schon schlechte Erfahrungen mit Granaten gemacht. So, 1-2 werfen und wieder 1-2 raus. Das wäre die Option, die wir haben, glaube ich. Wir probieren erstmal hier hinzugehen. Du musst eigentlich, also man könnte dich auch heilen, natürlich. Aber sowas machen wir nicht. So, dann würde ich sagen, schmeißt du die Granate so knapp hinters Regal. Im Idealfall sehen wir das Viech und du zerstörst alle Deckung vom Viech. Im schlimmsten Fall wirfst du dir die Granate vor die Füße. Da ist irgendwie nichts passiert, doch. Er hat sich verdünnisiert. Wir bewegen dich hier nach unten. Okay, ich würde sagen, Wolf wird hier... Ja, Moment. Wir könnten uns hier reinstellen und einen Overwatch machen. Einen ziemlich breiten Overwatch. Denn irgendwo muss der ja auftauchen. Das wäre die Option. Jeremy, ich glaube, du wirst von hier aus. Wir schauen einmal durch. Das ist ein 310er Schildträger. Ja. Wir machen hier schnelles Zielen. Zweimal zwei Schüsse auf den Mann da hinten. 90 Schaden. Das gleiche nochmal.
Es wäre schön, wenn er noch bluten würde. Das war der Rumpf. Okay. Du stehst natürlich jetzt ziemlich offen da. Aber wir haben hier genug Leute eigentlich. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, von hier oben treffen wir sehr, sehr schlecht. Wir könnten es probieren. Ich glaube, das ist die sinnvollere Variante, wobei wir natürlich... Aber wir müssen uns jetzt nicht mehr beeilen eigentlich. Die drei da drin, wenn die Zivilisten alle eh tot sind, was natürlich ätzend ist, aber dann können wir auch hier oben warten. Dann müssen wir uns nicht beeilen. Allerdings ist das doof. Vielleicht von hier. Besser. Deutlich besser. Versuchen wir es. Einmal getroffen, 30 Schaden, er ist verwirrt. Das ist schon mal nicht schlecht. So, Wolf, du gehst jetzt tatsächlich hier alleine rein und machst einen Overwatch in die Richtung. Also in die Richtung überall sozusagen. So. Was macht Gorwin? Wo kriegen wir dich in eine gute Position? Du kannst natürlich hier runterhüpfen jetzt, ja? Wieso ist das so hart, da runter zu hüpfen? Ja, es ist außenrum. Wir können uns hier in Sicherheit stellen. Da hätten wir noch einen übrig. Oder eben hier, da sind wir in halber Deckung und den aktivieren. Ich glaube von hier oben, also es wäre schön, wenn die jetzt rauskommen, dann ist ja alles gut. Komm, Gorwin. Es wird nicht ungefährlich, aber ich bin gerade in Laune. Wir machen einen Overwatch mit der Pistole wenigstens. Die Frage ist, in welche Richtung? Sieht aus, dass es eher in diese Richtung passieren würde, wenn hier jemand durchs Fenster kommen könnte. Okay, dann würde ich sagen, der da hinten ist verwirrt. Heißt, er sollte eigentlich, ich gucke jetzt nochmal auf das Ding, einen Aktionspunkt, da dürfte er eigentlich nichts mehr zum Schießen haben. So, hier unten ist immer noch der Triton. Da hinten ist auch ein Triton. Pass auf, du stellst dich hier vorne hin. Wir schauen mal, wie gut das mit der Dezeptor funktioniert bei einem Overwatch auf so eine Breite. Mal schauen. Zivilist, du kannst da stehen bleiben. Du bist der einzige Überlebende. Du kannst schon mal trauern. So, die New Jericho-Jungs lassen wir ihren eigenen Kram machen. Die waren beide in Panik, deswegen können sie nicht so viel machen. Der geht natürlich hinten raus. Nicht ganz dumm, er hat ja auch was abgekriegt und evakuiert sich. Soll er tun. Da ist noch ein Atron-Schildträger, der blutet. Der kommt jetzt raus und Gorwin sieht ihn nicht. Habe ich den Kegel zu klein gemacht? Da haben wir noch einen New Jericho-Soldaten verloren. Verflixte Axt. Und der kommt von hinten natürlich. Und geht jetzt zum anderen Zivilisten rüber. Oder macht er noch was mit Gorwin? Nein, macht er nicht. Der kommt einen Schritt und kann nichts mehr tun. Okay, also es sieht eigentlich jetzt nicht so schlecht aus. Der hat sich zurückgezogen. Ich denke, das sind jetzt die letzten beiden. Ich denke eigentlich, na, du kannst den erledigen. Das kann aber auch einer von hier machen. Dann würde ich sagen, Sensor regelt das da hinten. Hoffentlich. Oh Mann. Deaktivierter Panzer, 40 Schaden. Er blutet 20, hat aber noch 40. Ja, ist ein bisschen doof. Ich würde gerne, dass Gorwin den da unten fertig macht. Wenn es irgendwie geht. Dass wir den mit jemand anders wegmachen. Das könntest natürlich du machen. Du musst da bloß aufpassen, dass du Gorwin nicht triffst. Aber ich denke, das sollte funktionieren hier. Wir stellen uns mal da vor die Tür. Mit unserem lebenden Mann. Wir gucken nur mal, ob das klappen. Das sollte klappen.
Aber Gorwin guckt und schüttelt heftig mit dem Kopf. Dann gehst du hier vorne hin. Ich hoffe, ich kann noch einen Schritt laufen von da danach. Ach so. Nee, du kannst das schon mit der großen tun. Dann ist die Frage, was ist das? Regeneration hat halt ein bisschen mehr Rüstung. Ja, aber es trotzdem die Regeneration wegnehmen ist. Oh, das tat weh. So ein Loch im Rücken, das ist fies. So, jetzt sollte Gorwin weit genug aus der Schussbahn raus sein, dass wir den erlegen können. Sehr gut. Dann sollte Zengir. Ah, du kannst ja nichts machen. Hast du noch eine Granate im Rucksack? Ja, bestimmt. Aber weißt du, was du mal machen kannst? Du kannst tatsächlich mal Richtung. Aber es gibt nichts zum Aufsammeln hier, glaube ich, ne? Ich dachte, wir könnten vielleicht von einem der Toten irgendwo was aufsammeln. Warum lasse ich jetzt Zengir eigentlich so angeschlagen, wie er ist, bis ganz nach vorne rennen? Warum mache ich sowas? Aber wir haben keine Aktionspunkte genug. Na gut. Dann haben wir noch Jeremy und dich da oben. Für Jeremy wird es ein relatives leichtes sein, glaube ich, den da hinten auszuschalten. Deswegen würde ich dich, Mark, mal auf die andere Seite bringen. Und hoffentlich in Schussposition. Ja, ich schicke dich, glaube ich, sogar hier runter. Falls der da außen rund kommt und was von unserem Zivilisten möchte, dann solltest du den da hinten aufhalten. Das wäre mal so der Plan. Da kannst du aber erstmal stehen bleiben. Und Wolf, du hast noch einen Punkt. Das bringt uns erstmal nichts. Erstmal müssen wir jetzt mit Jeremy das da hinten erledigen. Ach, verflixt. Aber es müsste trotzdem reichen, auch wenn wir das Schild treffen, oder? Oder ist denn nur das Schild weg? Wie viele Punkte hast du noch? 6. Na, dann bist du in Panik in der nächsten Runde. Das ist nicht gut. Jetzt ist das Schild zerstört, er blutet 30, hat aber noch 40. So, Jeremy, wenn du das schaffst jetzt, ne, dann hast du dir wieder ein Bierchen verdient. So, mit der Pistole auf Entfernung, daneben. Schade, wäre so schön gewesen. Aber ich glaube, es ist ein Nahkämpfer, insofern machen wir uns mal erstmal nicht zu große Sorgen, außer, dass sich Wolf doch noch einmal ums Eck stellt. Und der Zengir jetzt das alles abkriegt. Stell dich mal da ums Eck. Gut. Du kannst quasi auch nichts mehr machen. Sollen wir dich schon mal unten hinstellen? Ich glaube ja. Okay. Ja, geht ja nicht mehr. Zivilist bleibt da stehen. Der kann eigentlich hier auch ein bisschen noch außen rausgehen. Wir könnten ihn auch eigentlich zum Evakuierungspunkt bringen, richtig? Hat er jemanden gesehen? Nein. Okay. Ich dachte, er hätte jemanden gesehen. Dann bleib mal hier stehen. Und beruhig dich. Jetzt ist nur Jericho noch dran. Die könnten das auch erledigen. Okay. Gut, wunderbar. Vielen Dank. Und der hat jetzt nur noch 10 Lebenspunkte. Den können wir auch einfach in Ruhe sterben lassen, aber jetzt gucke ich noch einmal auf. Ne, ich gucke jetzt nicht groß auf die Zahlen, sondern ich würde sagen, Jojo darf das. Ich weiß, Jeremy, du hast viel getan schon damit, aber Wolf darf das jetzt auch mal beenden hier. Na gut. Das war ein bisschen doof. Könnte jetzt genau sein, dass ich mich dahin gestellt habe, wo es wirklich schlecht geht. Aber wer weiß, vielleicht treffen wir trotzdem. Noch eine Treppe, noch eine, genau, noch so eine Treppe zerstört. Sehr guter Schuss, Wolf. Okay, also von einem großen Erfolg kann man jetzt nicht sprechen, wenn 4 von 5 Zivilisten gestorben sind. Und
Es hat ja auch Zengier heftigst erwischt, muss man sagen. So, dann schauen wir mal, was wir mit der Situation anfangen und was uns das jetzt überhaupt gebracht hat. Also na, erstmal wird uns das bei New Jericho Punkte bringen. Genau. Das sollte es auf jeden Fall tun. Genau, und hier steht es nochmal mit den 50. Also Sie werden dann die Forschungsergebnisse, die Sie bisher haben, mit uns teilen, wenn wir 50 erreichen. Und bei 75 können wir selber forschen, was Sie gemacht haben. Und wir haben jetzt ordentlich Materialien. Also wir haben fast genug für einen zweiten Manticore. So, Bewegungsmuster der Pandorana. Wir haben es nicht geschafft, den Ursprung zu identifizieren. The Phoenix Project has done a lot of good for New Jericho. Protecting our havens and assisting us with our plans. So, in the spirit of mutual friendship and cooperation, I would like to offer you this gift. Okay, Sie wollen uns ein Geschenk geben. Diese Option finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Geschenk annehmen, wir wissen ja nicht, was es ist. Zumindest müsste man dann einen Hinweis kriegen, finde ich. Aber natürlich nehmen wir das an. Neu-Jericho wollen wir ja als Freunde haben. I hope we can work together again soon. The plan is still far from complete. And I'm sure the Phoenix Project still has much to contribute. Okay, das ist einfach nur, dass sie jetzt uns wirklich unterstützen scheinbar. Auf jeden Fall haben wir Materialien und Tech bekommen. Die anderen beiden mögen uns weniger. Das ist natürlich nicht cool, aber nicht zu ändern. Wir machen das alles. Wir sind bei 39% schon bei denen. 0 bei den Anu und 18 bei Synedrion. So, jetzt müssen wir mal schauen. Zengier muss auf jeden Fall nach Hause. André oder El Flocco könnten dafür wieder rein. Haben wir noch jemanden, der richtig kaputt ist? Nein. André ist noch nicht ausgerüstet, richtig? Da haben wir noch gar nichts für gebaut. Wir sollten auch überlegen, ob wir vielleicht nicht sowieso alle mal mit dem Neu-Jericho-Sturmgewehr, ob wir nicht Sensa auch die Deceptor bauen sollen. Die scheint mir deutlich besser zu sein. Also deutlich weiß ich gar nicht, aber die Mercy ist auf jeden Fall gut. Das haben wir schon von Neu-Jericho. Deceptor ist gut. Du hast auch das Neu-Jericho-Gewehr. Und was wir dir geben, das müssen wir nochmal schauen. Na, erstmal den Standard, würde ich sagen. Den können wir uns auch jetzt leisten. Oder wollen wir jetzt wirklich, also wir könnten jetzt den Manticore bauen. Einen zweiten. Um dann immer mit 8 Leuten reinzugehen, müssten wir immer zusammenfliegen. Oder wir klauen eben. Dauert auch 5 Tage der Spaß. Aber ich glaube, wir können noch gar nicht klauen. Ich habe das noch nicht gesehen. Wenn ich jetzt hier Überfall, können wir natürlich machen, dann überfallen wir da den Spaß. Ah, doch, hier, Stielfluggerät. Können wir das bei den Anu machen? Stielfluggerät. Tja, ich meine, die Anu, das sind die, ich meine, diese Berserker-Klasse und so, das ist auch schon gar nicht so schlecht, ne? Ich hätte gerne einen Berserker irgendwann drin. Und auch diese Virussoßen, die sind auch cool. Ich weiß es nicht. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Insofern bin ich ein bisschen überfragt. Aber wisst ihr was? Wir machen es einfach. Weil, was soll das? Das heißt, wir bauen uns lieber jetzt einmal Rüstung für André. Einmal die Standard-Sturmsoldatenrüstung. Dann brauchen wir, glaube ich, noch eine zweite Deceptor. Und vielleicht sogar noch eine zweite Schrotflinte, weil die auch cool ist. Deceptor, Deceptor, wo ist sie denn jetzt? Bin ich blind? Ah, irgendwas ist hier, läuft nicht so ganz sauber. So, 95, 9 Stunden, die bauen wir nochmal mit 2, 3 Magazinen dazu. Alles klar, gut. Rüstung schauen wir gleich nochmal. Wir fliegen einmal zurück. Ich schaue mal einmal kurz in die Forschung. Die Pandora-Kolonien kommen als nächstes. Genau. Trainingseinrichtung wird gebaut. Im Phoenix Lager 2 sollte die Satellitenverbindung in 7 Stunden ist sie fertig. Dann kriegen wir neue Fragezeichen. Wir müssen aber sowieso in die nächste, ins Nest rein.
Wollen wir diese Fahrzeugstation, brauchen wir glaube ich nicht. Das Lager brauchen wir auch überhaupt gar nicht. Dann lassen wir das erstmal dabei, fliegen einmal zurück nach Hause. So, es wird einmal durchgetauscht, beziehungsweise Zengia, du musst einmal bleiben und heilen. Ich denke, wir nehmen El Flocco erstmal wieder mit. Also sollten wir machen, weil André noch gar nicht fertig ist. Damit sieht das wieder ganz gut aus. Sensa, bei dir würde ich gerne gucken, ob ich dir Punkte geben kann. Jawohl, denn du brauchst Stärke. Du hättest einen Schläger. Geschwindigkeit brauchst du auch. Beides nicht so cool. Na so. Dann erstmal so. 8 Punkte nur für Jojo. El Flocco 13. Gut, der hat gar nicht mitgekämpft. André hat auch nicht mitgekämpft. Zengir nur 8. Da ist auch noch nichts. Mark 13. Gorwin hat wieder 20. Ja, die Scharfschützen kriegen halt am Anfang echt sehr, sehr, sehr viel Punkte immer, weil sie einfach deutlich mehr Abschüsse kriegen am Anfang. Das ist manchmal ein bisschen unfair, finde ich. Aber gut. So. Naja, bei dir sparen wir. Obwohl, so pure Dinger sind ja auch gekommen. Die kriegst einen Willenskraftpunkt dazu. Jeremy hat auch schon wieder 22. Da wäre der Meisterschütze eigentlich sinnvoll, würde ich sagen. Ja. Und dann können wir hinterher eventuell, wenn wir jetzt hier die Genauigkeit um 30% erhöhen hier, dann können wir das wieder machen. Dann kriegen wir den Bonus um 10% erhöht und kriegen von den 30% Genauigkeit wieder 10% ab. Aber das ist dann eine ziemlich gute Mischung. So, Jeremy, so. Dann sind wir doch erstmal gut dabei. Ich gucke noch einmal durch die Ausrüstung, aber es sollte eigentlich okay sein. André, dir können wir jetzt erstmal... Ah, du brauchst auch nochmal ein gutes Gewehr. Aber du kannst eigentlich auch nochmal... Aber du hast das nicht. Also du hast zumindest die Schrotflintengeschichte nicht. Zengia hat das halt. Hat das noch jemand eigentlich? Die Schrotflinte gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Nee. Habt ihr sonst nicht. Rücksichtslos. Aber schwere Waffen habt ihr dann nochmal. Okay. Dann stelle ich für André gleich nochmal eine... Erstmal eine Standardwaffe von Neu Jericho mit rein. Und die Dezeptor steht hier schon mit drin. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, aber trotzdem, einmal Nest und dann den Clown. Wir können nämlich echt auch schon, wir könnten schon noch einen ranholen. Ich gucke nochmal im Rekrutenpool. Also Heavy mit Biochemika, Selbstverteidigung, abwehrgeschützte Handfeuerwaffen. Weitsicht ist natürlich immer extrem geil, auch für Scharfschützen. Was haben wir hier? Scharfschütze, Vorsicht und Mann fürs Grobe. Nicht unbedingt notwendig. Oder ich hole mir wirklich so einen Berserker, aber es will keiner von euch spielen. Aber da kann ich vielleicht auch keine Rücksicht drauf nehmen manchmal. So, ein bisschen ausheilen lassen wir euch. So, wir lassen mal kurz laufen und dann geht's ins Nest. Oh Mann, ey. Das ist hier aber auch. Hier ist auch echt was los. Neu Jericho Haven under attack, unter Beschuss. Sie haben aber 16 und die anderen 11. Also natürlich hilft das unserer Unterstützung hier. Aber ich gucke mal jetzt mal kurz. Das schaffen sie alleine. So, die Satellitenverbindung ist gebaut. Hier sehen wir, 2% ist direkt gestartet, die Satellitenüberwachung. Das ist schon mal gut. Jetzt ist gleich auch die Forschung durch. Pandora-Kolonien. Pandora-Kolonien sind unterirdische tunnelartige Strukturen aus Biomasse, die aus dem Pandora-Virus entstanden ist. Nach der ökologischen Transformation des Meeres scheinen sie der nächste Schritt zur totalen Eroberung der Ökosysteme der Erde zu sein. Jede Kolonie produziert ihre eigenen spezifischen Mutationen, weshalb wir bestimmte Mutationen vermehrt in verschiedenen Regionen sehen. Die Kolonien scheinen ihr Einsatzgebiet im Laufe der Zeit zu erweitern und alle menschlichen Siedlungen anzugreifen, die sie finden. Basierend auf den Wachstumsmustern der Kolonien vermuten wir, dass es mehrere Entwicklungsstufen gibt. Die Anfangsstufe klassifizieren wir als das Pandora-Nest. Genau das meinte ich, also das wächst manchmal auch.
So, Bonuseffekte, bla bla bla. 100, 200, 300 ist super. Und nochmal eine neue Forschung verfügbar. Und zwar, ah ja, genau. Gefangennahme und Eindämmung von Pandoranern. Das wäre dann jetzt möglich. Wir stehen kurz davor, eine Technologie zu entwickeln zu können, die es uns gestattet, lebende pandoranische Testobjekte gefangen zu nehmen und einzuhegen. Damit wären wir in der Lage, Forschungen an lebendigen Pandoranern durchzuführen, um unser Verständnis weiter zu verbessern. Dann können wir so ein Viech bauen. Ich glaube, es ist aber erstmal ganz cool, hier die Bionik-Technologie zu machen. Und eventuell sollten wir einem unserer Heavies, dann lassen wir den irgendwann zu Hause und dann muss der seinen Helm abnehmen, dann entwickeln wir das zurück und dann können wir das auch bauen. Okay, seid ihr soweit, Jungs? Ihr seid soweit. Sengi noch auf der Krankenstation, André noch nicht fertig. Welches Nest nehmen wir denn? Welches Nestle hätte sie gerne? Spanien. Spanien war schon vorher auf der Speiseliste. Auf geht's. Na, noch nicht. Verbotene Frequenz. Wir haben den automatischen Notruf einer wissenschaftlichen Einrichtung New Jerichos empfangen. Die Botschaft enthält das Wort überrannt in Dauerschleife. Beim Aufspüren des Ursprungsortes der Übertragung konnten einige Aufnahmen von Sicherheitskameras zutage gefördert werden. Okay. Oh, neues Video. Das sind die fiesen Säcke wieder. Das kenne ich überhaupt nicht. Okay, spannend. So, New Jericho continues to expand its military capabilities. This time with a new class of soldier. The Technician. Robotic arms, cranial input hubs. It all sounds very impressive, and we are not exactly opposed to this development. But we do wonder, when is New Jericho going to invest in anything other than war? Da ist er, der Techniker. Ich muss sagen, ich weiß gerade nicht, ob das wirklich dazu gehört. Das Video gerade sah nicht nach einem Techniker aus, ehrlich gesagt. Da wurde ja auch was von New Jericho überrannt. Und ich muss auch sagen, wenn man sich immer diese Videos normalerweise anguckt, dass ich normalerweise immer sehr gespannt bin, aber das jetzt ein ziemlich, also sagen wir mal so, das Video hat mich nicht sehr beeindruckt. Aber gut, trotzdem ist irgendwas passiert, spannend und ich glaube, ist eine komplett andere Geschichte, als ich kenne, insofern ist es sowieso spannend. Alles klar, Synedrion mag New Jericho nicht mehr, weil die... Ich breche das mal ab. Also, sie mögen das nicht, dass New Jericho alles für den Krieg macht. Und das heißt aber, dass wir vielleicht jetzt mal einen Techniker an den Start kriegen, oder? Ich sehe noch keinen. Aber wenn sie ihn jetzt entwickelt haben, dann dürfte es nicht mehr lange dauern, bis wir einen finden. Und das heißt, dann holen wir erstmal da einen für unseren weiteren Zuschauersoldaten. So, hier ist noch alles im grünen Bereich. Das geht weiter. Wir fliegen nach Spanien. Ist das nicht schön? Gefahrenstufe Mittel, das war es beim letzten Mal auch. Ich denke, wir können loslegen. Haben wir eigentlich jetzt? Wir haben jetzt quasi zwei Scharfschützen, zwei Heavies, zwei Sturmsoldaten. Es ist genau richtig. Genauso wie es sein soll. Auch wenn wir nur 6 von 8 haben. Auf geht's in die nächste Runde. Die Folge ist eigentlich vorbei, liebe Freunde. Also wir schauen noch einmal rein. Aber ich sage an dieser Stelle, feiert schön, habt schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt schöne Geschenke bekommen und schöne Geschenke vergeben. Ich hoffe, ihr habt coronamäßig aufgepasst und trotzdem alles so, wie es für euch am schönsten ist. Oder auch, wie es halt in diesem Jahr sein muss. Alles so wie, oh Gott, jetzt laber ich mich in Teufels Küche hier. Es ist der 24. und für mich ist es der 21. und es ist spät nachts. Ich hoffe, ihr genießt diese Folgen. Ich mache noch 2. Samstag, Sonntag geht's weiter. Morgen kommt keine Folge. Das stimmt gar nicht, Samstag, Sonntag. Am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es auf jeden Fall keine Folge. Am 2. gibt es wieder eine. Also morgen nicht, übermorgen schon. Übermorgen schauen wir hier rein
ob wir das hier überleben, mit einem immer betrunkeneren Commander. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut.